Thank you for the happiest day of my life. Es ist Silvester, das Fest der Liebe, so kennt man es ja. Und wir drehen heute mal wieder was in der Kölner Innenstadt. Mit dabei heute der gute Marc Eggers und die liebe Shady. Shady, wie geht's dir? Es ist schon wieder einfach nur perfekt. Es ist einfach nur wieder perfekt. Wir werden sehr viele Heiratsanträge heute machen. Wir haben einen Ring, wir haben Rosen, wir haben alles dabei. Und wir schauen mal, wer von euch beiden hier mehr Heiratsanträge tatsächlich mitnimmt. Und macht Platz, wir tanzen! Wir tanzen! Es ist der richtige Moment, um dir jetzt mal was zu sagen, was ich dir schon sehr lange sagen wollte. Und dafür gehe ich jetzt auf die Knie. Oh Gott. Wir kennen uns jetzt mittlerweile seit 10 Jahren. Wir sind durch wirklich super, super viele Täler gegangen. Und ich möchte dich fragen, möchtest du meine Frau werden? Nein, ich kenne dich ja gar nicht. Das spielt jetzt hier keine Rolle heute. Diese Chance hast du jetzt einmalig. Nein? Moment, noch, pack noch nicht ein. Ich noch mal nachsetzen. Ich kämpfe noch mal nach. Es geht immer um die richtigen Worte. Nice Schwanz, Bro. Nee. Okay. Was zur Hölle? Dann das nicht. War jetzt ein Antrag. Ja. Okay, dann nicht. Ja, gut, wir packen es jetzt wieder ein, okay. Alles klar. Nee, sorry, dann wollen wir auch nicht weiter stören. Alles gut. Alles gut. Egal, weiter. Halt, stopp. Es geht jetzt los. Doch, doch. Nein. Doch. Es ist jetzt soweit. Bleiben wir ganz kurz stehen hier? Nee, wirklich. Kann nicht. Danke. Hey, ich habe noch nicht mal angefangen, direkt Korb. Es ist jetzt soweit. Der Tag ist gekommen. Wir kennen uns nun schon so lange. Okay. Wolfgang, willst du mich heiraten? Nein. Wie nein? Echt nicht. Siehst du doch nicht? Nein. Okay, dann passt. Okay, schönen Tag noch. Ciao. Das wird mir echt zu viel hier langsam. Ich habe was zu verkünden vor der Familie. Kommst du mal her? Sie sind jetzt Zeuge. Magst du mal an meine Seite kommen, Denise? Wir kennen uns jetzt seit mittlerweile 15 Jahren. Als wir uns damals gesehen haben, haben sich unsere Blicke getroffen in der Toskana. Ich finde, dass heute hier vor deiner Familie der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Möchtest du mein Mann werden? Meine Frau werden? Also, da gibt es ein Problem. Mein Freund. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das, also ja, ich hoffe, Musik aus. Sie ist noch vergeben und los. Mann, schnell. Komm rüber, komm mal ran, schmeiß an. Heb mal auf. Deine roten Haare und mein strahlendes Lächeln. Vor einigen Jahren haben wir uns dazu entschieden, den Weg... Wie alt bist du überhaupt? 20. Perfekt. Vor einigen Jahren haben wir uns dazu entschieden, den Weg zusammen zu gehen. Und jetzt möchte ich dir die Frage stellen, die ein Mann irgendwann mal stellen sollte. Möchtest du mich heiraten? Sie sieht gerade nur den Ring, denkt so, den nehme ich mit. Ja. Dann musst du mich jetzt küssen. Marc. Du bist richtig am Zittern, ne? Für mich ist es auch sehr aufregend. Er passt. Das ist es. Der Tiffany. Woo! Danke. So schön, danke schön. Ey, neben dieser Pfütze, film mal bitte. Ey Leute, seht das alles mit Humor, ja? Wir machen das hier. Ich hab gerade einfach gesagt, ich bin der Sohn von Kai Pflaume. Ich bin fürs Entertainment, echt mal, Daumen nach oben. Ich sehe deine Community so geil am Start, stark, am Kommentieren, geile Kommentare. Mein Lieber, der Tag ist gekommen. Es ist soweit. Oh, ey. Oh. Ja. Ey, das gibt's nicht. Es ist wirklich. Er ist schon verheiratet, komm. Okay, alles gut. Ich kann langsam nicht mehr. Sollten wir noch mal zu Wolfgang hingehen? Einfach sein Sohn? Ja, okay, ich gehe noch mal hin zu Wolfgang. Wenn es mit dir nicht klappt, dann dachte ich mir, vielleicht als Schwiegervater? Hoffentlich, nein. Wenn das dein Sohn ist, dann möchte ich dich hier jetzt fragen, möchtest du mich heiraten? Alles gut. Du solltest jetzt ja sagen, weil ich weine. Nein. Willst du schon wieder eine Frau zu weinen bringen? Ja, schon wieder. Mann, das ist doch, das kann doch nicht sein. Sie sieht doch super gut. Ich verstehe das nicht. Ich möchte, also, die kriegt die ganze Zeit. Ja, dann komm. Damals wie heute dieselben Interessen. Wir lieben immer noch Schwarz. Ja, das ist wir sind immer noch füreinander da. Und ich glaube, es ist der richtige Moment, um dich jetzt endlich mal zu fragen, ob du bis an den Rest deines Lebens den Weg mit mir gehen willst. Willst du mich heiraten, Jacqueline? Ich sehe die Tränen. Sie laufen ja? bei mir auch. Ist es ein Ja? Ist das ein Ja? Nein. Ich habe das Ja nicht laut genug gehört. Ja. War nein? Möchtest ja. du meine Frau werden? Nicht. Komm gut ins neue Jahr, ne? Nee, alles gut. Ich hebe das hier einfach wieder auf und dann... Ja, los geht's. Wir kennen uns jetzt schon so lange. Deine Augen sind immer noch so schön wie am ersten Tag. Und ich möchte dich hier und jetzt fragen. Maximilian, möchtest du mich heiraten? Nein. Nein? Nein. Wieso? Ja gesagt. Nein. Das ist jetzt doch sau unangenehm. Sorry, dann...
Ja. Gut, heute ist der Tag gekommen und ich stelle dir die Frage, die ich dir schon seit Wochen stellen möchte. Ich habe alles vorbereitet. Willst du mich heiraten? Vergeben. Ah, Digga, los, ich kann nicht. Vergeben? Ich habe mich noch nie so oft gebückt und es ist nichts passiert. Hey, like, wenn ihr einen Antrag von Schäden haben wollt. Perfekt. Der Freund parkt gerade im Parkhaus, sie wartet auf ihn. Und jetzt gibt es erstmal einen saftigen Antrag. Hi. Wie alt bist du? 20. Ich will gar nicht viel rumreden. Unsere Blicke haben sich getroffen und ich glaube, du denkst dasselbe, was ich jetzt gerade auch denke. Mhm. Es wird Zeit, noch in diesem Jahr zu heiraten. Möchtest du meine Frau werden? Unbedingt. Ja? Ja. Sie hat ja gesagt! Ja. Oh mein Gott, ist das schön. Das ist so schön. Sie hat ja gesagt. Das ist so schön. Es gibt einen Hochzeitstanz. Ja, na klar. Okay, wow. Marc. Wo haben wir uns noch mal kennengelernt? Beim Segeln, ne? Beim Segeln, stimmt. Ja, da waren wir auch noch ein bisschen schlecht danach. Aber ja, ja. Das hat dich ja nicht gestört. Ich habe deine Haare gehalten. Das, ja, stimmt. Das war wirklich sehr romantisch. Und dann hast du mich deinen Eltern vorgestellt. Ich würde jetzt die Blumen kurz aufheben. So, ich freue mich unfassbar auf die Hochzeitsnacht. Ich mich auch. Das wird toll. Hast du den Ring bekommen jetzt, Klasse? Hier. Ja, der ist auch noch von uns. Von Tiffany. Danke. Also dann. Halt, stopp. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Willst du mich heiraten, du geile Sau? Ja, gerne. Ja! Oh! Ja! Oh, ist das schön! Leute, geil, endlich, ist endlich, Wahnsinn, ey. Toll, toll. Es hat geklappt, die heiraten. Ja! Wow. Hey, schön. Schreib mir, das jetzt ist sofort. Es. Warte mal, die connecten sich jetzt. Okay. Gut, dass ich einen Freund habe, oder? Perfekt. Wunderbar, ey, wunderbar, schön. Das ist natürlich ja gut für mein Selbstbewusstsein, ja. Bist du schon verheiratet? Nein. Dann würde ich, glaube ich, jetzt ich mal die Gunst der Stunde nutzen. Also ich würde das jetzt auch kurz dann übernehmen. Nee, so. Wir tauschen jetzt mal. Wir kennen uns jetzt schon seit über 20 Jahren, ja? Und ich habe dich hier gerade das erste Mal so wieder gesehen. Dein Outfit ist toll. Möchtest du mich heiraten? Ja. Dann nimm den Ring. Wahnsinn. Hey, Marc, es war direkt ein Ja beim ersten Versuch. Hey, warte, danke schön. Wunderschön. Die erste, die du wunderschön. Fragst, sagt ja? Wunderschön. Ich gebe auch noch eine Blume mit. Wir holen erstmal das Go von der Mutter. Ist es denn gestattet, dass der junge Herr die Tochter heiratet? Nee. Aha, ich glaube, du solltest dich bei der Schwiegermutter in Spey einmal vorstellen. Hi, ich bin Sebastian, der neue Ehemann. Ah, ja. Das ging aber schnell. Ja, man muss noch mal spontan sein, oder? Kann man nichts machen, Sie ne? Auf die Kleine auf, ne? Perfekt. Wir haben ja noch ein paar andere da. Ciao. Und da muss man auch einfach mal sagen, erster Versuch und es hat funktioniert. Chapeau. Meine allerjudsten Besten. Ich glaube, wir sind an der Stelle durch. Die meisten Körbe hast tatsächlich heute du kassiert. Und ich frage mich ganz ehrlich, warum. An der Stelle muss man aber auch dazu sagen, du hast deinen Traummann gefunden. Marc Eggers geht wieder allein nach Hause. Und mir ist eh alles scheißegal. Das war's von diesem wunderschönen Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei diesen wunderbaren Menschen auf Instagram vorbei. Danke an die Stadt Köln, dass wir euch hier wieder komplett benutzen dürfen. Und das ist es. Haben wir noch einen Ring? Ich habe jemanden entdeckt. Hallo? Und wenn du mich jetzt schon angerufen hast, dann möchte ich dich fragen. Marc. Hallo.